Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video aus dem Ramsey Zoo. Ja, es hat diesmal im wahrsten Sinne des Wortes etwas oder ja viel, viel länger gedauert, bis ihr mal wieder hier ein wenig Material aus meinem Zoo sehen könnt. Aber es lag tatsächlich einfach daran, dass ich irgendwie keine Muße hatte und auch kein Material hatte, was ich hier tatsächlich hochladen konnte. Also, ich habe tatsächlich zwischenzeitlich den Rechner für mehrere Tage ausgelassen und mich überhaupt nicht hier um diesen Zoo gekümmert und hatte einfach keine, nicht wirklich Lust, hier irgendwas auf die Beine zu stellen, und krampfhaft wollte ich hier nicht irgendwie was für euch hochladen, und deswegen ist es in den letzten paar Wochen etwas ruhiger gewesen so. Nach und nach wird jetzt wieder ein Video nach dem anderen kommen, also es ist nicht so, dass ich tatsächlich dann in der Zeit nichts gemacht habe, aber es ist entsprechend weniger gewesen und ich habe mich manchmal nur für eine halbe Stunde am Tag hier hingesetzt und habe irgendwas zusammengezaubert und ja, manchmal auch wirklich tagelang gar nichts. Da war dann oder da waren dann andere Sachen tatsächlich ein wenig wichtiger für mich, ja, aber so, jetzt habe ich wieder ein bisschen Material gesammelt. Der Zoo ist ja, ganz schön gewachsen, also Südamerika, wenn diese Videos hier alle durch sind, ist dann tatsächlich fertig. Und ja, heute sehen wir aber noch ein bisschen den Rest des Überbleibsel oder ja, eigentlich die Fortsetzung vom letzten Video. Der Bau des Lama-Geheges hier ist tatsächlich ein bisschen üppiger geworden als eigentlich von vornherein veranschlagt. Das liegt einfach daran, dass viele Anschlüsse zu den bestehenden Sachen hier gemacht werden mussten. Komplett. Das Gehege ist ziemlich groß. Dadurch, dass hier auch einige, mittlerweile sind 6, 7 oder 8 Tiere hier drin. Die dürfen sich dann hier auch austoben. Und dann ist ja hier noch, was man jetzt gerade sieht, der eine begehbare Teil, so ein Unterweg zum eigentlichen oberen, der hier unten nochmal am Gehege erstmal lang führt und später am Ende dann auch nochmal komplett durch das Gehege durchgeht, um nachher einfach einen Anschluss wieder zu dem normalen Rundweg zu haben. Ja, das sind viele Kleinigkeiten, die dann hier immer noch so, an die hier immer noch so gedacht werden muss, und da ich nicht einfach hier nur eine Mauer hinklatschen will, ist das dann immer etwas, ja, zeitintensiver letztendlich. Hier unten, das sollte nicht einfach so bei einem Gitter bleiben. Da habe ich schon gedacht, schirme ich die Tiere schon ein klein wenig ab, so dass man von ganz oben vom Weg auch nicht so viel sehen kann. Immer nur so ein paar kleine Teile, so dass man, wenn man als Besucher die Lamas auch tatsächlich sehen möchte, auch gezwungen ist, da unten lang zu gehen und dann letztendlich auch zu entscheiden, ach, hier gehe ich doch mal durch das Gehege auch tatsächlich durch. Und damit es angenehm für die Tiere ist, ändere ich hier so ein bisschen die Zaunart noch auf Glas. Und also an den entsprechenden Stellen, wo die Fenster, die Lücken hier sind, ziehe das dementsprechend hoch und mache das auch so, dass die Tiere sich nicht beobachtet fühlen. Also das ist so ein Einscheibenglas. Ich denke einfach mal, dass, ja, das sieht dann auch ein bisschen ordentlich aus. Immer mal ab und zu so ein paar Fenster in verschiedenen Größen hier reingesetzt. Also ich habe mir einfach irgendwann mal so ein kleines Muster gebaut sozusagen, und dann auch kopiert, damit das dann hier überall mal so ein bisschen wieder verwendet werden kann. Also ich muss ab und zu mal überlegen, was dann jetzt hier so kommt, weil das ja schon tatsächlich eine ganze Weile her ist, als ich das aufgenommen habe. Aber gut. Ja, damit das nicht einfach hier so 0815 vielleicht aussieht, sag ich mal, gibt es natürlich auch immer noch so ein paar kaputte Steine und halbe Steine hier oben drauf. Ja, damit es eigentlich ein bisschen ansehnlich ist. Und ich glaube, so ein paar Pflanzen werden hier auch noch überall dazwischen gesetzt, damit es so ein bisschen nach auf alt getrimmt wird. Glaube ich, kommen noch dazu. Ja, jetzt kommen erstmal so ein paar Ranken. So ein bisschen Efeu, so ein vertrockneter Efeu, glaube ich, ist das hier in dem Fall. Und dann gibt es nachher auch noch ein bisschen Grün dazu. So, und damit die ganzen
Leute hier auch so ein bisschen das hübsch finden, sage ich mal. Muss ja an solches, an sowas auch mal alles gedacht werden. Ja, da unten diese diese Aufforderung zum Channel abonnieren, die ist eigentlich immer noch lustig. Die kommt eigentlich immer noch vom Planet Coaster, deswegen steht das auch noch da unter. Aber ich habe tatsächlich die Vorlage gar nicht mehr, sodass ich dieses Template ändern könnte. Ist ein bisschen verwirrend vielleicht, aber wenn ich das irgendwann mal wieder finde, weil ich hatte mal, bin mal auf die glorreiche Idee gekommen, ganz viele unnütze Sachen hier zu löschen. Und, also auf meinem Rechner. Und da war dann auch sowas mit dabei, was eigentlich gar nicht unnütz war, aber gut. Einmal gelöscht, hat sich dann erledigt. Bei Gelegenheit werde ich das wahrscheinlich dann irgendwann nochmal austauschen. Ja, ein bisschen Licht musste hier auch noch mit reingebracht werden. Da habe ich mir dann einfach mal diese Fackeln so genommen, die es hier gibt, für diesen, oder aus diesem DLC. Südamerika. Die machen auch ein relativ angenehmes, so dunkelrotes, oranges Licht. Das ist gar nicht so schlecht. So, und damit die Leute auch wissen, welche Tiere denn tatsächlich sich hier auch in diesem Gehege befinden, gibt es dann auch hier endlich mal, vergesse ich ganz oft, oder mache den ganz zum Schluss, wie auch immer, also das ist immer gar nicht so die Priorität am Anfang, da auch so ein Bildschirm hinzusetzen, aber letztendlich fordern die Leute, also wenn man ab und zu mal das Spiel so ein bisschen pausiert und guckt, was die Leute sich dann so wünschen, dann möchten sie auch bitte immer gerne etwas Bildung haben und da gehört dann auch so ein Bildschirm natürlich dazu und auch so ein paar allgemeine Informationstafeln und ja, die muss man dann natürlich auch irgendwann mal setzen. So, und damit das hier oben nicht so karg ist, gibt es natürlich hier auch ein wenig Begrünung. Ich glaube, ich habe das hier in diesem ganzen Südamerika-Teil so durchgezogen, dass ich überall mit diesen Erdplatten arbeite, das immer so wie so eine Art Beet aussieht und dann dementsprechend auch immer hier so ein bisschen die Begrünung, die Büsche und die ganzen Pflanzen hier so reingebracht habe, einfach damit man auch ja so ein bisschen das Gefühl hat, man geht durch einen, vielleicht durch so einen kleinen botanischen Garten, immer so ein bisschen Abwechslung. Jetzt hier in diesem Beet, ich meine, letztendlich sind es immer die gleichen Pflanzen, aber was will man machen? Und dann kommt da auch, wenn ich das jetzt, ja weiß nicht, vielleicht kommt auch später immer noch so ein bisschen Beleuchtung mit rein. Da habe ich mich hier am Anfang auch einfach mal so für die, ja einfach so eine Leuchtkugel entschieden. Und die machen sich immer ganz, ganz praktisch. So, und jetzt geht es hier einfach nochmal ums Zaunziehen. Hier vorne sollten die Tiere auch so ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Deswegen gibt es hier mal so einen geschlossenen Zaun, sodass die... Weil hier später, das hatte ich, weiß ich gar nicht, ob ich das hier schon im Sinn hatte, aber hier kommt später nochmal ein, ja, so eine Überdachung, so ein Unterschlupf hin, wo sich die Tiere ausruhen können und schlafen können, sich zurückziehen können und da sollte sie natürlich nicht unbedingt so von den ganzen Besuchern beobachtet werden. Ja, die ganzen Zäune werden dann hier hauptsächlich oder zum großen Teil mit diesen ganzen Steinformationen versteckt, bearbeitet oder wie auch immer. Und ja, auch hier vorne ist dann natürlich so ein bisschen zum Weg noch ein was übrig oder der Weg zu sehen und nein, es ist noch ein bisschen grün zu sehen, bis der Weg kommt, so rum. Und der muss natürlich dementsprechend auch wieder gestaltet, versteckt oder was auch immer gemacht werden damit. Und da gibt es dann hier natürlich ein paar ja, Blumenbeete. Warum auf einmal hier so ein kleiner Höhenunterschied kommt, ist mir gar nicht so am Anfang bewusst gewesen. Das sah man gar nicht. Aber beim Setzen der Kante war das dann zu sehen. Aber gut, habe ich zum Glück bemerkt, ist auch dann wieder behoben und dann ist das in Ordnung. Ja, mit den Pflanzen bin ich mir manchmal hier nicht so einig. Ich glaube, die werden nochmal alle rausgerissen. Da kommen dann wieder ganz andere hin. Aber so ist das beim Bauen. Ich habe da nicht immer so ein festgelegtes Muster. Was nicht ordentlich für mich aussieht, fliegt dann wieder raus, genau, ups. Und wird dann einfach ersetzt und ja gut, ist dann so. Ja, ich muss gerade mal überlegen, am Ende, also zum Ende hin kommt noch ein, also hier an der Seite wird noch ein kleines Häuschen entstehen, wo die, hier mache ich mal so einen kleinen Test,
einfach um zu gucken, ob danach später nochmal ein Beet hinkommt oder was anderes. Also hier kann man mal kurz grob rüber gucken, wie groß das Gehege eigentlich ist. Und ja, stimmt, hier hatte ich jetzt gar nicht so eine Lust, nochmal ein neues Gebäude zu bauen. Habe ich jetzt einfach von einem Eingang, das ist der Gehegeeingang für den Zoowärter, habe ich mir das Gebäude einfach nochmal schnell geschnappt. Baue das hier noch ein bisschen um und dann wird das einfach hier vorne hingesetzt und da gibt es dann schon mal ja, noch einen Unterschlupf für die Tiere. Also letztendlich haben sie am Ende, glaube ich, 3 Stück, sodass es da auch keinen großen Streit geben dürfte, wer wo übernachtet. Nein, es ist einfach auch ein bisschen Abwechslung hier in die Gehege zu bringen. Ein paar Gebäude müssen halt rein. Entweder sind es Gebäude für die Mitarbeiter, dass die hier ihre Sachen unterbringen können und auch hier arbeiten können und rein und raus können. Oder es sind halt Dekohäuser oder für die Tiere irgendwelche Häuser. Ja, auf der Seite, ja, ich glaube, hier halte ich mich jetzt noch ein bisschen weiter auf. Hier kommt dann der Anschluss zu einem etwas größeren Gebäude, wo, ich glaube, der ist jetzt noch gar nicht zu sehen, da wo ich das Haus eben hergeholt habe. Da wird es, kurz davor gibt es einen Übergang oder einen Eingang für das Gehege, sodass die Leute oben drüber laufen können. Und der wird ja in so einem großen Gebäude mit versteckt, wo man als Gast, in dem man als Gast auch dann noch in verschiedene andere Gebiete laufen werden kann. Da sind auch am Anfang erstmal nur Toiletten als Platzhalter ja, mit eingebaut, aber das wird alles noch in den nächsten Videos viel, viel größer. Also das entwickelt sich dann noch ordentlich, sodass dann nachher ein riesengroßes Gebäude steht. Hier hatte ich mal die Idee, dass ich da dann einfach mal schnell eine Snack-Ecke hinbaue. Ich glaube, das habe ich letztendlich verworfen. Ja, das wird es am Ende so nicht mehr geben. Hier war ich mir mit den Wegen nicht so einig, wann die Anschlüsse kommen. Aber es hat mir einfach irgendwie nicht gefallen und ja, das kommt am Ende hier weg, wie das manchmal so ist. So, und hier kommt jetzt dieser Übergang. Hier wollte ich einfach so eine Art Tunnelgebäude bauen. Hier geht es dann zum Gehegeüberlauf sozusagen, sodass die Gäste alle von oben schauen können. Und dann sollte das Gebäude so genutzt werden, dass die rechte Hand, wie gesagt, am Anfang waren es nur Toiletten. Am Ende ist es jede Menge mehr geworden und einfach so als Übergang dienen kann oder soll. Davor kommt dann später auch noch ein anderes Gehege und dahinter auch noch. Und dann ist dieses Gebäude auch ordentlich eingefasst. Das Ganze wird noch so schön in der Tempeloptik thematisiert, sodass man eigentlich auch denkt, das ist alles halt im Südamerika-Stil gehalten hier. Und dementsprechend auch mit den alten Mauern oder mit dem Gemäuer, was auch hinten schon einmal kurz benutzt wurde, das findet sich hier alles so ein bisschen wieder. Ja, ich bin jetzt eigentlich so mit meinem Erzählen fast durch. Ich hoffe einfach, ihr bleibt noch dran und freut euch dementsprechend, dass es mal wieder ein Video von mir gibt. Es war so ein bisschen schwierig am Anfang. Ich wusste nicht, was so wirklich ist. Die Aufrufzahlen waren tatsächlich nicht so da, so dass man entscheiden könnte, jetzt mache ich doch eher das oder jetzt mache ich doch eher das. Gab es alles nicht so wirklich her und deswegen brauchte ich einfach vielleicht mal diese Pause. In einer Woche kommt erstmal das nächste Video und dann werde ich sehen, wie ich den Rhythmus wieder so langsam hinkriege. Also ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt bis zum Ende dran, es gibt noch ein paar schöne Cutscenes am Ende. Und dann hoffe ich einfach, ihr seid beim nächsten Video dabei. Falls ihr neu hier seid, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann bei meinen nächsten Videos gerne wieder reinschauen. Schreiben wäre auch ganz gut unten in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Ideen, Vorschläge immer gerne drunter und dann gucke ich mal, wie sich es umsetzen lässt. Vielen Dank und bis dahin. Ciao, ciao.